Dr. Münzel. Er ist Kardiologe und auch Direktor des Zentrums für Kardiologie hier an der Universitätsmedizin in Mainz. Er hat in Freiburg Medizin studiert, war Oberarzt am Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf und hat auch die Stiftung Mainzer Herz gegründet, die sich damit beschäftigt, Herzerkrankungen stärker zu erforschen. Und genau, ist in seiner Forschung beschäftigt er sich unter anderem mit den Auswirkungen von Fluglärm, von Feinstaub und weiteren Umweltstressoren auf das Herz-Kreislauf-System. Und das wird er auch heute im Vortrag aufgreifen. Genau, deswegen vielen Dank, dass Sie heute Abend hier sind. Und bevor es jetzt losgeht mit dem Vortrag, wie ihr schon alle wisst, starten wir erstmal wieder mit unserer Reise. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo, wir haben nun einige Vorlesungen miteinander begonnen. Deshalb weißt du, dass ich dich auf Reisen durch die Zeit mitnehmen kann. Leg dein Handy beiseite, mach es dir so gemütlich wie möglich und schließ deine Augen. Sitzt du gemütlich und sind deine Augen geschlossen? Super. In der letzten Woche hast du endlich wieder eine Reise in die Zukunft unternehmen können. Du hast dich erneut im Jahr 2100 mit der Wissenschaftlerin getroffen und zusammen habt ihr einen Spaziergang durch ein verregnetes Dorf an einem Fluss gemacht. Bei dieser Gelegenheit konntest du vieles über die Wechselwirkung zwischen der Klimakrise und dem Wasser auf der Erde lernen. Du hast erfahren, dass hier gleich zwei Herausforderungen liegen. Die von zu wenig Wasser über eine lange Zeit in Form von Trockenheit und Dürre und die von zu viel Wasser über eine kurze Zeit in Form von Starkregenereignissen und Überflutungen. Du hast viele verschiedene Reaktionen auf diese andere, unsichere Welt kennengelernt. Städte, die wie Schwämme funktionieren können, versickerungsfähige Bodenbelege, angepasste Bepflanzung in der Landwirtschaft und sparsame Beregnungsanlagen, Regenwasserauffangbecken für Häuser und duale Wasserkreisläufe, einen für Trinkwasser und einen für Nutzwasser. Wie bei fast jedem Thema ist dir auch bei diesem wieder die politische Dimension besonders im Gedächtnis geblieben. Alle Menschen brauchen Wasser zum Überleben, aber auch für viele Dinge darüber hinaus. Nur weil sich die Politik, als das Wasser knapp wurde, in deiner Gegenwart der Frage gestellt hat, wer, wann, wo, wie viel Wasser nutzen kann, ist die Situation in der Zukunft entspannt und nicht katastrophal. Manchmal hast du das Gefühl, als gäbe es im Jahr 2100 mehr über die Gegenwart zu lernen als über die Zukunft. Und deshalb steigst du wieder in deine Zeitmaschine. Auch diese Zeitreise ist wieder völlig anders als alle zuvor. Statt zu beschleunigen, hast du das Gefühl, immer kleiner zu werden. Du schrumpfst vorbei an immer größer werdenden Menschen, einer gigantischen Biene und einem riesigen Krümel. Deine Zeitmaschine lässt dich auch dann weitersehen, nachdem du kleiner als die Wellenlänge des Lichts wirst. Immer weiter geht es ins Nichts, vorbei an Molekülen, Atomkernen, Elektronen, Quarks und Strings und plötzlich, nach schier endloser Leere, bist du da. Normal groß steigst du aus deiner Maschine und findest dich in einem leeren, weißen, sauberen Raum wieder. Auf den ersten Blick erkennst du, dass es sich um ein Krankenhauszimmer handelt. Vor dem Fenster siehst du einen grünen Park und durch die geschlossene Tür hörst du Menschen auf und ab gehen. Aber hier drin ist es seltsam ruhig. Du lehnst dich an die Kante des leeren Bettes, atmest durch und wartest. Gerade als du dich fragst, ob du die Wissenschaftlerin suchen sollst, öffnet sich die Tür und sie läuft dir mit einem Lächeln entgegen. Wow! Mittlerweile bekommen wir sogar präzise Landungen in den Innenräumen hin. Sehr gut. Schön, dich zu sehen. Wie du bestimmt schon selbst festgestellt hast, habe ich für unser heutiges Treffen ein Krankenhaus ausgewählt. Denn ich möchte mit dir über einen Aspekt sprechen, der mit wirklich allem, was du bisher über die Klimakrise gelernt hast, zusammenhängt. Obwohl ich nur selten dazu kam, es explizit zu erwähnen. Natürlich geht es um unsere Gesundheit. Und damit leider auch um die katastrophalen Auswirkungen, die die Klimakrise auf eben diese hat. Da wäre zum Beispiel die Hitze. Schon zu deiner Zeit haben wir jeden Sommer aufs Neue die bittere Feststellung gemacht, dass alte Menschen, aber auch Kinder und Menschen in gefährdeten Berufen wie DachdeckerInnen oder FeldarbeiterInnen ganz besonders unter der Hitze leiden. Und ja, auch direkt daran sterben. Aber auch Menschen, die nicht in diesen Gruppen sind, werden durch unnatürlich hohe Temperaturen belastet, was langfristig den gesamten Organismus schädigt. Ein anderer kritischer Punkt, der jeden trifft, ist Verschmutzung.
Während des fossilen Zeitalters waren Autos, Kohlekraftwerke, Öl- und Gaskraftwerke, Müllverbrennungsanlagen, Gasherde und verschiedenste fossile Heizmethoden allgegenwärtig. Wir haben ihre Abgase, einen schädlichen Cocktail aus Stickoxiden, Kohlenmonoxid, Feinstaub und zahlreichen anderen Giftstoffen täglich eingeatmet, trotz immer besserer Filter. Auch Lärm- und Lichtverschmutzung wirkten sich viel schneller negativ auf Menschen aus, als man es lange Zeit dachte. Und dann wären da noch die Menschen, die ganz direkt durch Extremwetterereignisse oder ihre Folgen zu Schaden kommen. Und die, die Krankheiten bekommen haben, die nur durch unseren furchtbaren Umgang mit der Natur die Gelegenheit hatten, überhaupt erst auf den Menschen überzuspringen. Die düstere Realität ist, dass Millionen vermeidbarer Todesopfer und unfassbares menschliches Leid auf die Klimakrise zurückzuführen sind. Wir waren eine Zeit lang sehr schlecht darin, diesen traurigen Fakt gänzlich zu verstehen. Denn nicht jeder Tod durch die Klimakrise ist direkt offensichtlich. Aber als wir begannen, das ganze Ausmaß des Problems zu begreifen, haben wir all die Maßnahmen getroffen, die du bei deinen letzten Besuchen kennengelernt hast. Eben auch unserer Gesundheit zuliebe. Weil wir fossile Kraftwerke abgeschafft haben, ist die Luft in unseren Innenstädten mittlerweile so sauber, wie sie es zu deiner Zeit nicht mal auf dem Land war. Durch die Abschaffung des Verbrennungsmotors und eine Wende weg vom Individualverkehr hin zum ÖPNV, Fahrrad und Laufen, konnten wir weitere Abgase, Feinstaub und Lärm reduzieren, während wir gleichzeitig ganz nebenbei sportlich fitter wurden. Weil wir die Hitze besonders in unseren Städten bekämpft haben, mit Begrünung, Entsiegelung und einem Fokus auf Frischluftzufuhr bei der Stadtplanung, sind unsere Städte trotz Erderhitzung nicht zu Backöfen geworden. Und über all dem steht der Fakt, dass wir die Erde auf 1,5 Grad stabilisieren konnten und wir so das noch unfassbar größere Leid, das mit einer noch heißeren Erde einhergegangen wäre, gerade noch verhindern konnten. Und wir die Zeit hatten, um auf all das zu reagieren, was wir bereits angerichtet haben. Damit haben wir uns gerettet. Ja, uns. Nicht nur den Planeten, nicht nur die Umwelt, nicht nur das Klima. Wir haben vor allem uns gerettet. Gerade noch rechtzeitig. Aber jetzt genug von mir. Denn es gibt Menschen, die dir noch viel besser über all das erzählen können als ich, und zwar die großartigen Pflegekräfte und ÄrztInnen in diesem Krankenhaus. Du bist sicher auch gespannt zu hören, wie sehr sich die Arbeitsbedingungen in diesem lebenswichtigen Bereich verbessert haben und was sich sonst so in der Medizin getan hat. Also, lass uns aufbrechen. Ihr streift ein wenig durch die Station und du hast das Glück, mit vielen beeindruckenden Menschen sprechen zu dürfen, die dir viel Schönes, aber auch Trauriges erzählen. Mit Eindrücken für eine ganze Woche verabschiedest du dich und reist zurück in die Gegenwart. Augen auf. So, das ist das, was wir hier praktisch besprechen wollen. Ziel der Vorlesung ist, Herz-Kreislauf-Erkrankungen klarzumachen, dass nach wie vor Killer Nummer 1 ist. Also werden etwas von Tumoren angegriffen in unserer Spitzenposition, aber die Umwelt würde dafür sorgen, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen nach wie vor dominieren werden. Welche Herz-Kreislauf-Erkrankungen entstehen denn durch Umweltstressoren? Welche Stressoren gibt es? Wir haben uns natürlich in erster Linie mit Lärm beschäftigt, liegt natürlich auch im Frankfurter Flughafen, ganz klar. Luftverschmutzung, Wüstenstürme interessanterweise ist ein wichtiger Aspekt. Also ich finde es immer toll, wenn ich aus dem Haus gehe und habe dann Sahara-Staub auf meinem Auto, ohne zu wissen, was es eigentlich für die Gesundheit bedeutet, werde ich euch ganz dramatische Zahlen zeigen. Was ist der Einfluss von Covid-19 auf Erkrankungen durch Herz-Kreislauf-System und Umwelt? Was machen die Hitzewellen, die angesprochen wurden? Viel wichtiger auch Städtedesign. 70-80% der Bevölkerung lebt in Städten. Das heißt, die Städte sind ein ganz wichtiger Gesundheitsfaktor. Die Lichtverschmutzung interessanterweise ist mir auch relativ neu. Vor 2-3 Jahren wusste man nicht, dass das künstliche Licht in der Lage ist, Herz-Kreislauf-Todesfälle auszulösen. Und die Bedeutung von Koexposition ist wichtig. Das heißt, wenn ich Straßenlärm habe, habe ich auch immer die Luftverschmutzung mit dabei. Wenn ich Fluglärm habe, habe ich den Ultrafeinstaub dabei. Also man muss immer schauen, dass die Exposition beide oder mehrere, die dafür verantwortlich sind, dass man krank wird, ins Kalkül mitzuziehen. Wichtig natürlich, was gibt es für Maßnahmen zur Begrenzung der gesundheitlichen Nebenwirkungen. Nun, wichtig ist nochmal, dass die infektiösen Erkrankungen immer mehr abnehmen und die sogenannten nicht übertragbaren Erkrankungen, diese NCDs, Non-Communicable Diseases, immer wichtiger werden. Also die Weltgesundheitsorganisation
prognostiziert, dass 2030 77% diese NCDs darstellen werden. Also nicht Infektionserkrankungen, nochmal ganz wichtig, sondern eben diese nicht übertragbaren Erkrankungen. Hier sind nochmal kurz zusammengefasst. Da haben wir den kardiovaskulären Tod mit 44%, Krebs mit 22% und Atemwegserkrankung, Respiratory Disease mit 9%. Ja, jetzt muss ich mir noch ein bisschen weggehen, damit man das lesen kann. Also jetzt, warum ist die Umwelt so wichtig für die Erkrankung? Also die Verschmutzung von Luft, Wasser und Boden, Klimaänderung, also eine große Bedrohung, das habe ich ja gesagt, die größte Umweltursache für Krankheiten und vorzeitigen Tod weltweit. 20% aller Todesfälle werden durch Umwelterkrankungen ausgelöst und 270 Millionen gesunde Lebensjahre gehen praktisch durch Umweltverschmutzung verloren. Und wir haben vor kurzem mal die verschiedenen Stressoren zusammengefasst, die wichtigsten waren unserer Meinung nach. Da geht natürlich der Verkehrslärm, Transportlärm dazu, Klimaänderung, erhöhte Temperatur, schlechte Stadtdesign, wobei Mainz ja das große Glück hat, dass wir jetzt Millionen auf unserem Budget haben, Steuereinnahmen ohne Ende durch BioNTech. Das heißt, wenn eine Stadt ein gesundes Städtedesign machen kann, dann ist es eigentlich Mainz, wenn die richtigen, sagen wir mal, Landschaftsdesigner an dem richtigen Hebel sitzen. Lichtverschmutzung ist wichtig und die Luftverschmutzung. Fangen wir mal an mit anderen Faktoren noch, die möglicherweise auch wichtig sind und die von uns weniger jetzt beachtet worden sind, aber die natürlich auch einen signifikanten Beitrag machen. Also 2 Millionen Todesfälle aufgrund von Wasserverschmutzung und 500.000 Todesfälle aufgrund von Bodenverschmutzung sind auch ganz dramatische Zahlen. Und dazu gehört halt Plastik, Makroplastik und Mikro- und Nanoplastik. Die Entwaldung spielt eine ganz wichtige Rolle, habt ihr mitbekommen, Brasilien, was das für negative Auswirkungen hat mit dem Amazonas. Die Überdüngung ist ein ganz wichtiger Punkt. Da entsteht interessanterweise viel Feinstaub, der mit Nitrit und Nitrat beladen ist und mit vielen oxidativen Substanzen. Und das Interessante ist, dass zum Beispiel der Feinstaub von der Schweizer Alm zum Beispiel viel giftiger ist als zum Beispiel der Feinstaub, der in Peking produziert wird. Also wenn ihr aufs Land geht und es riecht nach Gülle, dann kann ich euch sagen, dann würde ich mich eher verziehen, als zu glauben, das ist jetzt ein Ort der gesunden Umgebung. Also insofern sind es auch Befunde, die interessanterweise auch von Herrn Lelefeld hier erhoben worden sind. Und natürlich die Pestizide, die eine ganz wichtige Rolle spielen. Und ich habe relativ wenig über Temperaturen jetzt in meinem Vortrag mit dabei. Ich möchte aber nochmal darauf hinweisen, dass insgesamt fast 5 Millionen pro Jahr versterben aufgrund von Extremtemperaturen. Dazu gehört natürlich die Hitze und es gehört die Kälte mit dazu. Ja. Also, wobei es wichtig ist, die Entwicklung zu sehen, dass praktisch in den letzten Jahren die kälteinduzierten Todesfälle deutlich weniger geworden sind im Vergleich zu den hitzeinduzierten Todesfällen. Und hier auch ein ganz neues Manuskript, wo nochmal die Todesfälle aufgrund von Extremtemperaturen sich angeschaut hat und festgestellt hat, dass es in erster Linie Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind. Und hier natürlich, wir haben es bei der Einführung gehört, die älteren Leute besonders empfindlich sind. Ja, die haben meistens einen arteriellen Bluthochdruck, werden mit Diuretika behandelt. Das heißt, der Wasserhaushalt ist eh etwas gestresst, um den Blutdruck zu senken. Und da kommt die Extremhitze dazu. Und es gibt ja gute Beispiele, dass in der Hitzewelle 2003 zum Beispiel mehr als 70.000 Franzosen verstorben sind, ältere Senioren, einfach weil sie nicht gut medikamentös eingestellt waren, übertherapiert waren mit Diuretika, plus die Hitze noch dazu, sodass es ein ganz wichtiger Grund war für die erhöhte Sterblichkeit in der Zeit. Und dann haben wir halt das Problem, dass zum einen die Temperatur dramatisch hochgehen. In Pakistan haben wir Anfang des Jahres noch drüber gestaunt, über die 44 Grad. Haben wir nicht daran gedacht natürlich, oder was dann später kommt, dass praktisch die ganze Flüssigkeit in die Atmosphäre gezogen wird und die kam dann irgendwann runter. Und dann waren 70-80% der Fläche von Pakistan mit Wasser bedeckt. Also diese extremen Wetterereignisse sind irgendwas, wo man sich, denke ich, große Gedanken machen kann. Oder muss, wie man das in Zukunft verhindern kann. Gut, fangen wir jetzt mit dem ersten Thema an, mit Lärm. Und ich habe hier noch mal kurz aufgetragen, was macht denn Geräusche, sagen wir mal. Das muss ja nicht gleich Lärm bedeuten, wenn wir miteinander reden. Dann haben wir 60 Dezibel, ein startendes Flugzeug hat 120 Dezibel, ein Presslufthammer 100 Dezibel. Und es ist wichtig nochmal zu wissen, dass es sich um eine halblogarithmische Skala handelt. Also wenn ich jetzt einen Presslufthammer habe, der 105 Dezibel hat und ich habe dann zwei,
dann habe ich nicht 210 Dezibel, sondern 108 Dezibel, habe ich praktisch die Lärmintensität verdoppelt. Und es ist nochmal ganz wichtig, wenn die Politiker sagen, wir haben den Lärm halbiert, ja, also von 108 auf 105, dann sind 105 natürlich immer noch mal dramatisch viel zu viel und uns gefährdend. Und obwohl es sich jetzt gut anhört, dass man die Lautheit des Geräusches praktisch halbiert hat. Wichtig nochmal, also Lärm ist ein ungewollter Schall, der Person belästigt, stört, gefährdet oder ihre Gesundheit schädigt. Und da gibt es einen ganz tollen Spruch von Robert Koch, der den Nobelpreis 1910 gewonnen hat. Eines Tages wird der Mensch den Lärm ebenso unerbittlich bekämpfen müssen wie die Cholera und die Pest. Und da wundert man sich natürlich, wie kam der 1910 drauf zu dieser Aussage. Also allein für den hat er schon einen Nobelpreis verdient, zusätzlich zu seinen tollen Forschungsergebnissen. Und was wir auch feststellen, ist, dass die Life-Science-Presse immer mehr auf das Thema Lärm abfährt. Das ist ein schöner Artikel, den wir da schreiben durften in The Scientist, was ihr hier sehen könnt. Und die haben ein ganz tolles Cartoon gemacht. Also das kann sich vorstellen, das ist jetzt Frankfurter Flughafen. Da landet gerade ein Flugzeug und was im Fokus steht der Erkrankung sind zerebrale Erkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und wichtig nochmal, es ist angezeigt, dass es in der Nacht stattfindet. Also nochmal ganz wichtig, das, was wir auch in unserer Forschung, Lärmwirkungsforschung festgestellt haben, dass Lärm vor allem schädlich ist in der Nacht. Also wir können froh sein einigermaßen, dass wir ein Nachtflugverbot in Frankfurt haben, wobei das natürlich grenzwertig ist von 23 Uhr bis 5 Uhr morgens. Wir hätten es gern von 10 bis 5, aber das muss, glaube ich, das endgültige Ziel sein. Wenn wir das hinkriegen würden, dann haben wir es geschafft und zukünftigen Lärmschäden durch Fluglärm befreit. Nun, wie sind die gesundheitlichen Folgen von Lärm? Es gibt die Weltgesundheitsorganisation und die EEA, also die Europäische Environment Agency. Die sagen, 1,6 Millionen gesunde Lebensjahre gehen pro Jahr in Westeuropa verloren. Jeden Tag werden 125 Millionen Europäer mit Dezibel über 55 werden belästigt. Und das ist natürlich ganz wichtig, weil man weiß, über 55 Dezibel führt in der Regel zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da gibt es eine ganz enge Assoziation. 900.000 Fälle an Bluthochdruck ist deswegen wichtig, weil Bluthochdruck immer noch der Killer Nummer 1 ist als Herz-Kreislauf-Risikofaktor. 40.000 Krankenhauseinweisungen hört sich jetzt nicht sehr hoch an, mehr als 10.000 vorzeitige Todesfälle. 6,5 Millionen Schlafstörungen finde ich schon wieder bedrohlicher, weil wir wissen, dass Schlafstörungen auch einen ganz wichtigen Herz-Kreislauf-Risikofaktor darstellen. Also wenn Sie irgendwo in einer Einflugschneise liegen oder wohnen und haben Schlaf weniger als 6 Stunden, dann ist das ein etablierter Herz-Kreislauf-Risikofaktor. Also ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir vor allem als Studenten dann auch in unserer Zeit bekommen zum Schlafen, um leistungsfähig zu sein. Und dann ein ganz interessanter Aspekt, 22 Millionen chronische Annoyance-Reaktionen, also sogenannte Belästigungsreaktionen. Und es gibt immer Leute, die regen sich auf über den Lärm und andere sagen, was willst du denn, das ist doch ein schönes Flugzeug da oben. Und da muss ich sagen, das ist irgendwas, was ich vielleicht auch gelernt habe, als ich nach Mainz gezogen bin. Bin ich ja nach einem Jahr umgezogen und bin dann zu Beginn der Fußballweltmeisterschaft 2006 in einen Bereich umgezogen, wo die Flugzeuge direkt über mein Haus geflogen sind. Am Anfang bin ich mit Lärmmessgerät rausgerast und habe gemessen, wie hoch, wie viel Dezibel und habe dann Fraport angerufen und habe eine Beschwerde losgelassen. Und das habe ich ein, zwei Jahre so gemacht, aber ich habe mich auf einer anderen Art gerecht, Anführungsstriche, indem ich einfach begonnen habe, Herz-Kreislauf-Forschung oder Lärmwirkungsforschung zu machen. Und immer wenn wir wieder neue Daten hatten oder wichtige Informationen, haben wir eine Pressekonferenz gemacht und versucht, den Leuten klarzumachen, dass Lärm oder Transportlärm gesundheitsschädlich ist. Da müssen wir unbedingt weiterkämpfen. Und ich denke, deswegen sind solche Serien auch extrem wichtig. Nun, wir entstehen Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch Lärm. Es gibt ein sogenanntes Lärmwirkungskonzept, mit dem wir uns jetzt schon seit 10 Jahren beschäftigen, was immer detaillierter wird. Wir gehen davon aus, wenn wir sehr laute Werte, Dezibelwerte haben, dann haben wir einfach den Hörverlust. Das ist Diskothek mit sehr extrem lauten Werten oder auch dieser Presslufthammer zum Beispiel. Dann haben wir diesen indirekte Pathway, das ist das Entscheidende für uns. Also das sind so 50 bis 55 Dezibel, also praktisch der Dezibel-Level, den wir generieren, wenn wir uns unterhalten. Und wenn wir das chronisch haben, also zum Beispiel auch vor allem in der Nacht, dann werden unser Schlaf natürlich gestört, insgesamt wird Kommunikation gestört oder Aktivitäten
Und dann ärgern wir uns darüber. Das heißt, das ist eine emotionale Antwort und die ist charakterisiert durch Stressantworten. Also der Sympathikus wird aktiviert, die Cortisonspiegel gehen nach oben. Und wichtig ist nochmal, wenn wir chronisch Stress haben, dann entwickeln wir selber Herz-Kreislauf-Risikofaktoren. Ein ganz wichtiger Punkt. Also der Blutdruck geht hoch, wir entwickeln Diabetes oder die Blutlipide steigen an. Also ein ganz interessanter Aspekt, was Stress im Endeffekt an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Risikofaktoren auslösen kann. Und dann zum Schluss haben wir halt unsere kardiometabolischen Erkrankungen. Dazu gehört Hypertonie, Atherosklerose mit Krankheitsbildern wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder auch die Herzschwäche und Herzrhythmusstörung. Auf der rechten Seite seht ihr jetzt die neurohumorale Aktivierung, die da eine ganz wichtige Rolle spielt. Und ich möchte euch noch zeigen, dass vor allem das limbische System, also die Amygdala, also der Bereich, der wichtig ist für emotionale Reaktionen, da eine ganz wichtige Rolle spielt und auch das Renin-Angiotensin-System, von dem wir ja wissen, dass es durch Medikamente wie zum Beispiel ACEM oder Angiotensin-Rezeptorblocker positiv beeinflusst werden kann. Nun, die Frage ist, was passiert, wenn wir nachts überflogen werden durch ein Flugzeug und dann haben wir eigentlich regelmäßig gemessen, dass der Blutdruck um 6 bis 8 mm Hg ansteigt, ja. Und das Interessante ist, es ist nicht an eine Aufwachreaktion gekoppelt. Das heißt, mein Blutdruck wird um 6 bis 8 mm Hg ansteigen, ob ich jetzt wach werde oder nicht. Das heißt, meine Augen kann ich schließen, meine Ohren nicht. Das heißt, die Ohren sind immer auf Aufnahme gestellt, wenn man so will, und werden auf Lärm immer mit Stress reagieren und mit Blutdrucksteigerung. Und dann ist die Frage, auf was reagieren wir am meisten genervt? Und da gibt es x Untersuchungen, die immer wieder das Gleiche gezeigt haben. Also wenn wir hier jetzt 65 Dezibel haben, hier haben wir den Genervtheitsgrad in Prozent, dann sieht man, dass Fluglärm immer mehr nervt als Straßen- und Schienenlärm, was ich durchaus bestätigen kann, weil ich praktisch alle drei Lärmarten gut erlebt habe. Also die Autobahn bei Baden-Baden, dann die Intercity-Trasse bei Baden-Baden und dann jetzt den Fluglärm in Mainz, also Fluglärm ist mit Abstand das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Wichtig nochmal, Lärm macht nicht nur Herz-Kreislauf-Erkrankungen, führt auch dazu, diese Ärgerreaktion, dass Depressionen entstehen können. Und das Wichtige ist nochmal, die Art der Ärgerreaktion spielt auch eine wichtige Rolle. Also bin ich nur leicht genervt oder bin ich extrem genervt? Und das sind jetzt Daten aus der Gutenberg-Gesundheitsstudie. Die haben wir ja auch begonnen, 2007 war das von unserer Klinik ausgehend, wird ja jetzt durch den Professor Wild betreut, dass Lärmärger assoziiert ist mit Depressionen, habe ich gesagt, und Angststörungen. Und je stärker die Ärgerreaktion ist, das heißt die Wahrscheinlichkeit, wenn ich extreme Ärger habe, dann depressiv zu werden, ist ungefähr verdoppelt, also ein ganz extremer Punkt. Zusammenhang zwischen Lärm und Stressverarbeitung, also wichtig nochmal, wenn ich mich darüber ärgere, dann die Frage, werde ich dann mehr krank oder ist das ein Faktor, der nicht wichtig ist, die emotionale Reaktion auf den Lärm. Und da gibt es eine ganz tolle Arbeit, die da im European Heart Journal publiziert wurde, ein neurobiologischer Mechanismus, der praktisch den Transportlärm zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen miteinander verlinkt. Und da geht es eben um dieses limbische System. Und wichtig nochmal, dieses limbische System besteht auch zum Teil aus diesen Amygdala-Kernen und darin wird moduliert Furcht, Emotion und die Angstantwort vom Menschen. Und das Interessante ist, man kann praktisch diese Amygdala darstellen, wenn man so will, durch ein Kontrastmittel, die sogenannte Fluorodeoxyglucose, und macht so ein PET-CT. Und was ihr hier sehen könnt, sind jetzt zwei verschiedene Probanden, die bei der Studie mitgemacht haben, hat ein PET-CT gemacht bei jemandem, der hohen Lärmpegeln generalisiert ausgeliefert war. Und da sieht man wunderbar diese Amygdala leuchten. Wenn ich jetzt wenig Lärm habe, sehe ich, dass die Amygdala praktisch nicht darstellbar sind. In diesem Bild sieht man auch die Konsequenzen für das Herz-Kreislauf-System. Also hier unten sieht man jetzt praktisch eine Entzündung der Hauptschlagader, während der keine Amygdala-Aktivierung hat, die Entzündung nicht nachzuweisen ist. Also das Tolle ist, dass mit dieser Arbeit gelungen ist, zu zeigen, dass das Lärm diese Amygdala aktiviert und die pathologische Konsequenz über 5 Jahre ist, dass die Gefäße sich entzünden. Und wir wissen, dass entzündete Gefäße mehr verkalken, mehr Herzinfarkt und mehr Schlaganfall im Endeffekt entsteht. Also das ist jetzt die Sequenz, wenn man so will. Der Lärm macht Sympathikusaktivierung, die neurobiologische Aktivierung führt zu mehr Entzündung, Atherosklerose und dann auch zu Herzinfarkt, Schlaganfall
und kardiovaskulären Operationen. Und entsprechend ist jetzt mit der Resilienz das, was ich eben angedeutet habe. Ich habe mich etwas daran gewöhnt. Ich kann das Problem mit der Lautheit besser handeln. Und diese Resilienzentwicklung hat dazu geführt, dass ich wahrscheinlich weniger Herz-Kreislauf-erkrankungsgefährdet bin. Also wenn man jetzt in der Studie sich anschaut, die Ergebnisse, wo verschiedene Resilienz, wenn man so will, Stadien getestet wurde mit hoher Resilienz und weniger Resilienz, hat man gesehen, der weniger resilient ist, deutlich mehr Herz-Kreislauf-Erkrankung hat, als der eine hohe Resilienz hat. Und das ist ja auch zum Beispiel ein therapeutischer Ansatz, den ich im, wir haben ja ein deutsches Resilienzzentrum hier in Mainz, dass man dort sich trainieren lässt, resilient gegenüber dem Lärm zu werden. Ein anderer wichtiger Punkt, der auch relativ neu ist, dass Lärm zu mehr Demenz führt. Also es gibt viele Gründe, warum wir Mainzer uns gegen den Lärm wehren sollten. Und der wichtigste Demenz-Subtyp leider ist Alzheimer Disease. Also das ist natürlich eine Sache, die uns auch extreme Sorgen macht, weil das Lärmpegel sind Straßenlärm größer 65 Dezibel, die häufig erreicht werden. Und für Fluglärm gibt es die Daten noch nicht, aber man kann eigentlich davon ausgehen, dass es hier genauso aussieht. Wenn man sich mal die häufigsten Todesursachen anschaut, dann haben wir die chronische ischämische Herzerkrankung. Also das ist das, womit wir uns ja täglich beschäftigen, mit Platz 1 und an zweiter Stelle schon die Demenz. Also eigentlich ein Befund, den ich eigentlich sehr, sehr überraschend finde. Nun, bisher war es so, dass wir immer geglaubt haben, wenn wir chronisch Lärm haben, dann haben wir die Entzündungsreaktion, wir haben Stresshormonaktivierung und dann gibt es über die Jahre dann Atherosklerose, dann gibt es Herzinfarkt, Schlaganfall, dass es ein relativ langatmiger Prozess ist. Jetzt gibt es neue Daten vom Schweizer Flughafen, vom Zürcher Flughafen, wo praktisch gezeigt wurde, dass Fluglärm auch einen plötzlichen Herztod triggern kann. Das ist Martin Rösli, das ist einer der europaweiten anerkannten Lärmexperten aus der Schweiz. Der hat praktisch gezeigt, wenn ich jetzt eine Lärmexposition habe, die höher als 55 Dezibel ist in der Nacht, dass 2 Stunden später dann plötzlich Herztod eintreten kann. Ja. Und das haben sie für insgesamt 4-5% aller Todesfälle direkt nachweisen können, vor allem, weil sie 25.000 Todesfälle untersucht haben und weil es dort keinen Straßen- und Schienenlärm gibt. Also alles, was an Geräuschereignissen da war, war der Fluglärm und man hat gesehen, dass Tod durch ischämische Herzerkrankung, Herzinfarkt und Herzschwäche deutlich und signifikant angestiegen sind. Also man geht eigentlich davon aus, dass der Stress in der Nacht kognitiv und emotionale Responsen auslöst. Stresshormonspiegel gehen hoch, Blutdruck geht hoch, Herzfrequenz geht hoch und es kann die Entwicklung von einem akuten Herzinfarkt triggern. Gut, wir haben uns jetzt natürlich überlegt, wie entsteht Herz-Kreislauf-Erkrankung und wir haben dann durch Lärmwirkungsmodell entwickelt. Wir haben die sogenannte Endothelfunktion gemessen. Das ist jetzt, nachdem ich mal in die alten Vorlesungen reingeguckt habe, da ging es ja in der Physik ganz hoch her in Bezug auf komplizierten Formeln. Da kann ich euch auch mal ein bisschen Basic Science im Bereich Kardiologie zeigen. Also was wir machen, diese Endothelfunktionsmessung, ist, dass man verstehen muss, dass die Innenhaut der Gefäße diese Endothelschicht haben und ist sehr stoffwechselaktiv und setzt dieses Stickstoffmonoxid frei. Das kennt ihr wahrscheinlich auch von Umweltpapern, dieses NOx, Stickstoffmonoxid. Und das führt dazu, dass Gefäße erweitert werden und dass Atherosklerose vermindert wird. Und wenn ich jetzt Risikofaktoren, Diabetes, Hochdruck, hohes Cholesterin oder wenn ich rauche, dann führt es dazu, dass diese Endothelfunktion eingeschränkt wird und es entsteht in erster Linie durch Bildung freier Radikale. Und die attackieren dann dieses NO, was von der NO-Synthase freigesetzt wird. Und damit entsteht praktisch die erste Phase der Atherosklerose. Also, und dieses Phänomen können wir messen. Also wir können hingehen, die Weite der Arteria brachialis hier bestimmen durch ein Ultraschallgerät. Dann machen wir nach der Basismessung 5 Minuten Okklusion vom Blutfluss und dann öffnen wir die Blutdruckmanschette und dann spürt man, wie der Arm warm wird, wie man eine reaktive Hyperämie kriegt. Und dieser erhöhte Blutfluss setzt dann dieses Stickstoffmonoxid frei und erweitert das Gefäß und das liegt ungefähr bei 9%. Und bei 9%. Und wenn ich jetzt diese Risikofaktoren habe, wird das reduziert auf ungefähr 4-5%. Also dieses Tool haben wir jetzt eingesetzt bei, was wir immer machen, die ersten, die dran glauben müssen, sind die Medizinstudenten. Die haben wir dann genommen. Ich glaube 70-80 Stück, kriegen allerdings auch eine gute Entlohnung dafür. Und haben getestet, was macht der Fluglärm, 30 oder 60 Fluglärmgeräusche, die man mit dem MP3-Player
simuliert haben, haben gesehen, die Gefäßfunktion wird schlechter. Und wenn wir akut Vitamin C geben, dann wird die Gefäßfunktion besser. Also das ist natürlich jetzt ein Punkt, wo sie alle sagen, dann gebt doch den Leuten hier Vitamin C und dann ist alles gut. Ja. Gefäßschaden wird aufgehoben und wir sehen gleichzeitig, dass die Stresshormone deutlich ansteigen. Wir haben das Gleiche auch für Schienenlärm gesehen und dann sind wir hingegangen, haben dann ein Mausmodell entwickelt, das wurde auch international anerkannt, also um herauszufinden, was sind denn die Hormone, die im Endeffekt dazu führen, dass die Gefäße geschädigt werden. Und da haben wir so in Nature einen schönen Artikel über unser Mausmodell bekommen, weil das das allererste Transportlärmmodell war. Und wir konnten in dem Modell zeigen, dass der Blutdruck gesteigert wird durch Fluglärm, dass die Stresshormone ansteigen. Das ist also jetzt nichts Überraschendes, dass NO weniger gebildet wird in Gefäßen und dass wir eine Gefäßfunktionsstörung sehen. Also wenn man die Hauptschlagader herausnimmt und stimuliert die mit einem NO-Freisetzungssubstanz, dann sehen wir, dass das nach Fluglärmexposition und es nur eine Nacht praktisch gestört ist. Und das Interessante ist, die Tierexperimente gehen schön parallel mit Menschenuntersuchungen, dass eine Nacht schon ausreicht, um einen Gefäßschaden auszulösen. Und da sehen wir auch jetzt Hinweise für die freien Radikalbildung, Nitrotyrosin und Endothelin-Expression gehen drastisch hoch durch Fluglärm und das innerhalb schon von einer Nacht. Also muss man sich mal vorstellen, für mich eigentlich unglaublicher Befund, weil wir sonst unsere Tiere ja 4 Wochen füttern müssen mit hohem Cholesterin, um einen Gefäßschaden festzustellen. Oder du musst einen Bluthochdruck machen über Wochen, um einen Gefäßschaden festzustellen. Aber Fluglärm reicht eine Nacht schon aus, um das auszulösen. Also hier nochmal die Zusammenfassung der wichtigsten Befunde. Wichtig nochmal, dass durch den Lärm auch die zirkadiane Rhythmik gestört wird. Und wir haben gesehen, wenn wir die zirkadiane Rhythmik wieder herstellen durch bestimmte Medikamente, dass auch Gefäßschaden, Radikalbildung und NO-Bildung wieder im Endeffekt normalisiert werden. Also nochmal, Transportlärm induziert Stress. Eine Nacht reicht aus, um Gefäßfunktionsstörungen auszulösen. Freie Radikale spielen eine wichtige Rolle und Gefäßschaden werden in erster Linie durch Nachtlärm ausgelöst. Also wir haben gesehen, wenn wir die Tiere am Tag Fluglärm exponiert haben, ist gar nichts passiert. Also die Nacht ist das Entscheidende. Entzündungszellen sind kausal beteiligt, zirkadiane Rhythmik wird gestört, das limbische System ist involviert, Resilienz reduziert Herz-Kreislauf-Ereignisse und langfristig Auslösung von kardiometabolischen Erkrankungen. Nun, was wir fordern, ist, dass Lärm als Risikofaktor anerkannt wird und es ist leider noch nicht so. Also wenn man diese Leitlinien für Prävention sich anschaut, die die Kardiologen publizieren, dann wird Lärm, Transportlärm immer noch nicht als Risikofaktor anerkannt. Und wie kann man Lärm effektiv reduzieren und das zum kostengünstigen Aspekt? Also 5 ist sehr kostengünstig, 1 ist sehr kostenungünstig. Lärmschutzwände, 20 Dezibel Reduktion, dramatischer Wert in Bezug auf Kosteneffektivität. Bei 2 elektrische Autos interessanterweise Reduktion des Lärms 1 Dezibel. Also war ich enttäuscht, als ich das gesehen habe, dachte, die Autos reduzieren den Lärm viel mehr. Kosteneffektivität praktisch gleich null, kann man sagen. Flüsterbremsen für Züge, auch das, was probiert wird, im Gegensatz dazu wieder gute Benotung. Gut, jetzt kommen wir zum nächsten Risikofaktor, Luftverschmutzung. Und das kennen Sie wahrscheinlich schon alles. Was generiert denn im Endeffekt Feinstaub? Und von den Luftverschmutzungsanteilen sind dieser Feinstaub, dieser Particulate Matter, mit einem Durchmesser von 2,5 Mikrometer, sicher der wichtigste. Also wir wissen, dass Vulkanausbrüche, die Waldbrände eine ganz wichtige Rolle spielen. Fertilizer, Überdüngung habe ich schon angesprochen. Dann natürlich die Verbrennung von Öl und Gas. Entscheidender Faktor, gesundes Städtedesign, da komme ich nachher noch drauf. Flugzeuge und Autos natürlich und gleichzeitig die Industrie als wichtige Feinstaubproduzenten. Und hier seht ihr jetzt ein schönes Beispiel, wie der Smog sich in Peking innerhalb von 45 Minuten entwickeln kann. Und dann ist das den ganzen Tag so. Ja, also ganz dramatische Bilder. Und hier sehen Sie jetzt ein anderes Beispiel von London, wo praktisch NO2, Stickstoffdioxid, dargestellt wurde. Und man sieht auch wahrscheinlich den Effekt der sogenannten Dieselautos, die praktisch viel NO2 hinten rauspusten. Damit beschäftigen wir Deutschen uns ja in erster Linie mit Fahrverboten aufgrund von hohen NO2
Konzentration, dass entlang der Straßen hier die NO2-Konzentration dramatisch sind und immer wo Kreuzungen sind, gibt es dann diese NO2-Berge. Also wenn Sie irgendwo wohnen, wo Sie Ihr Schlafzimmer zur Straßenseite haben, würde ich mal dafür empfehlen, das praktisch zum Hinterhof hinaus zu machen und nicht zur Straßenseite hinaus. Oder Sie müssen halt die ganze Zeit die Fenster geschlossen halten. Nun, wir haben Gasbestandteile und Feinstaubkonzentration jetzt als Luftverschmutzungsbestandteile. NO2 sicherlich mit am wichtigsten. Ozon spielt eine zunehmend wichtige Rolle natürlich, weil es vermehrt gebildet wird aufgrund der vermehrten Hitzeentwicklung. CO2 natürlich als Treibhausgas ganz wichtig und die unterschiedlichen Feinstaubgrößen, wobei 0,1 μ Ultrafeinstaub die Größe eines Virus hat. Also das kann in unserem Körper praktisch alles durchdringen. Und das habe ich jetzt hier mal in einem schönen Schema zusammengefasst, wo man nochmal sieht, dass dieser Feinstaub 0,1 μ, wenn wir den inhalieren, und der wird in erster Linie auch von Flugzeugen produziert, dass das direkt nach Inhalation über die Nase, über den Riechnerv ins Gehirn wandern kann und dort Strukturen stimulieren, die sofort Bluthochdruck machen. Also ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn ich 2,5 μ habe, dann wird es meistens inhaliert, geht über die Lunge, dann ins Blut, wie natürlich der Ultrafeinstaub auch, und löst dann Entzündungsreaktionen in den Gefäßen aus. Und dann hast du im Endeffekt die ganze Kette, die dazu führt, dass wir mehr Herzinfarkte, Herzschwäche, Herzrhythmusstörungen und Schlaganfall haben. Und wichtig nochmal zu wissen, der Feinstaub ist nichts anderes als ein Kohlenstoffkern, der einen Oberflächenbesatz hat. Also der Kohlenstoffkern macht im Endeffekt nicht viel aus, aber das, was auf der Oberfläche sitzt, ist das Entscheidende. Also Übergangsmetalle, Endotoxine oder Kinone und reaktive Aldehyde oder eventuell auch der Covid-19-Virus. Und deswegen auch als Erklärung, warum zum Beispiel Luftverschmutzung die Todesfälle an Covid-19-Infektionen auch verstärkt hat. Nun, wir arbeiten eng mit Jos Lellefeld zusammen und er hat in einer tollen Arbeit zeigen können, dass in Europa ungefähr pro Jahr 800.000 Exzess-Todesfälle aufgrund von Feinstaub gibt, PM2,5. Also eine ganz dramatisch hohe Zahl. Und was für uns Kardiologen natürlich wichtig ist, 40% sind ischämische Herzerkrankungen, 8% Schlaganfall und 32% Risikofaktoren wie Diabetes mellitus oder Bluthochdruck, die durch Feinstaub ausgelöst werden. Und hier sieht man Exzess-Todesfälle. Je orangener, umso schlechter die Prognose. Und da sieht es in Deutschland nicht so schön aus. Also besser hier Frankreich, Portugal, Spanien. Auch Brexit-Country, vor allem im Norden, sieht es eigentlich ganz gut aus, in den nordischen Ländern. Aber wir in Deutschland haben extrem hohe Feinstaubkonzentrationen. Wichtig nochmal, 9 Millionen sterben weltweit Exzess-Todesfälle pro Jahr. Wenn man sich überlegt, Covid hat jetzt in 2,5 Jahren 6,4 Millionen Todesfälle ausgelöst. Muss man sich fragen, wie geht man mit dieser Zahl um? Also die ist zwar publiziert worden, wird anerkannt, aber keiner redet drüber, jeder redet über Covid, aber dass wir mit Feinstaub auch eine Pandemie auslösen, ist, glaube ich, irgendwas, was komplett untergeht. Wie ist in Bezug auf Verkürzung der Lebenserwartung? Da wissen wir, dass Rauchen 2,2 Jahre die Lebenserwartung verkürzt und interessanterweise die Luftverschmutzung verkürzt die Lebenserwartung um 2,9 Jahre. Und das Interessante ist, wenn man sich die Leitlinien anschaut, Risikofaktoren, man redet immer übers Rauchen, den Feinstaub vergisst man, obwohl man im Endeffekt durch den Feinstaub in seiner Lebenserwartung deutlich mehr reduziert wird als durch das Rauchen weltweit. Eigentlich ein ganz interessanter Aspekt. Und das haben wir dann publiziert und haben dann eine schöne Schlagzeile in der Times bekommen, Dirty Air, Deadlier than war, AIDS and smoking combined. Gut, also wichtig nochmal, dass man weiß, dass Feinstaub alle Risikofaktoren induzieren kann, wie ich es euch vorhin gezeigt habe, für Lärm. Also Feinstaub kann Bluthochdruck auslösen, kann Stresshormonfreisetzung auslösen und kann im Endeffekt Diabetes induzieren. Und man muss natürlich davon ausgehen, wenn wir Lärm und Feinstaub gleichzeitig haben, dass der Prozess der Arteriosklerose dadurch natürlich deutlich beschleunigt wird. Führt Luftverschmutzung zu mehr Todesfällen beim Coronavirus? Ich habe es kurz angesprochen. Und das Interessante ist, dass die Covid-Erkrankung nichts anderes ist als eine Endothel-Funktionsstörung. Ja? Also wir wissen, Covid-19 dockt über den ACE2-Rezeptor an das Endothel und führt dort zu massiven Entzündungsreaktionen, prothrombotischen Reaktionen. Das heißt, das, was oft gezeigt wurde, dass Covid-19 Thrombosen
auslösen kann. Lungenembolie, Schlaganfälle kann man darüber gut erklären. Und man hat einfach festgestellt, dass dort, wo hohe Luftverschmutzung war, wie hier dargestellt, im Endeffekt synergistische Effekte mit dem Covid-Virus gibt und deswegen die Todesfälle angestiegen sind. Also das war der Herr Lillefeld wieder, der gezeigt hat, dass 15% im Endeffekt weltweit der Todesfälle durch Feinstaub ausgelöst werden. Und eine Arbeit aus Harvard hat gezeigt, dass pro Mikrogramm pro Kubikmeter mehr Luftverschmutzung 11% mehr Covid-19-Todesfälle entstehen können, was zum Teil eben vermutet wurde, dass der Covid-Virus auch durch die Feinstaubpartikel transportiert wird. Das heißt, wir haben hier, das finde ich eigentlich ein ganz tolles Bild, was nochmal zusammenfasst, was war vor dem Lockdown und was war nach dem Lockdown. Nach dem Lockdown ging es uns gut, die Luftverschmutzung ging dramatisch zurück, ja, der Lärm ging zurück, es ging allen besser und es wurde auch gezeigt, dass innerhalb von 4 Monaten allein in Asien 50.000 Todesfälle verhindert werden konnten, wurde auch publiziert. Also dramatisch positive Effekte, nur es redet niemand drüber. Ja, wir machen jetzt praktisch weiter wie bisher, der Lärm wird wieder hochgefahren, die Feinstaubexposition geht wieder hoch. Wir haben 1,2% mehr Kohle praktisch verbrannt als letztes Jahr. Das liegt natürlich auch mit an der Ukraine-Krise, aber im Endeffekt Feinstaubproduktion eher angeheizt als reduziert. Also dieser Traum hier, ich glaube, den können wir vergessen. Gut, Wüstenstaub hatte ich angesprochen, das Tolle, wenn es auf dem Auto ist, aber was wir natürlich auch gesehen haben, den Blutschnee in den Alpen, also das ist auch bedingt durch den Feinstaub und es hat wie ein Brennglaseffekt, also der Schnee schmilzt dramatisch schneller durch den Feinstaub, der da mit eingelagert ist, führt dazu, dass die Bäche natürlich und die Flüsse überlaufen und dass der Meeresanstieg dramatisch zunehmen wird. Und das andere Wichtige ist nochmal, wenn man hier jetzt mal sieht, hier haben wir jetzt Afrika und hier sieht man jetzt den Feinstaub, wie er dann nach Spanien rübergeblasen wird bis zu uns, im Endeffekt nach oben, dass 18% der frühen verfrühten Todesfälle durch Feinstaub aufgrund von Luftverschmutzung von Wüstenstürmen verursacht wird. Also im Prinzip auch diese, muss man sich vorstellen, 20% der Todesfälle in Europa wird durch Wüstenstürme ausgelöst, die aus Afrika kommen. Also ich meine, das ist eine Sache, die von dem her eigentlich unglaublich ist, aber auch zeigt, dass Kontinentsüberschreitungen immer wichtiger werden. Was kann man gegen die Luftverschmutzung machen? Und hier nochmal einen kleinen Skandal, dass im Endeffekt die Weltgesundheitsorganisation 5 Mikrogramm pro Kubikmeter als Grenzlimit hat und Europa hat 25 Mikrogramm pro Kubikmeter. Also das Fünffache. Also wir können verschmutzen wie die Blöden und sind trotzdem noch im Limit drin. Reduktion der Luftverschmutzung heißt natürlich auch dramatische Implikationen von Maßnahmen, die Feinstaub reduzieren. Und es kostet natürlich Geld, so wie der Schutz der Anwohner, die in der Nähe von Flughäfen wohnen, wenn man die schützen will, aktive Schallschutzmaßnahmen, das kostet Geld. Und deswegen ist Fraport natürlich nicht daran interessiert, hier irgendwas zu investieren. USA hat 12, Australien 8 und Kanada 10. Und ich meine, das ist hier der eigentliche Skandal, diese 25 Mikrogramm pro Kubikmeter. Und Herr Lillefeld hat auch zeigen können, wenn ich im Endeffekt sofort aus allen fossilen Energieträgern aussteige, also keine Kohle, kein Öl und kein Gas, dann kann ich pro Jahr in Europa 440.000 Menschenleben retten, muss man sich mal vorstellen. Also die Mortalität durch Feinstaub wird in Europa halbiert. Irre Zahlen, eigentlich auch von der Größe her, nur redet niemand darüber. Das heißt, das ist das, was wir brauchen, eine wichtige Lobby, wenn wir über Klimaprobleme reden. Deswegen wäre es wichtig, dass hier Politiker sind, hoffen, dass sie online dabei sind, wenn sie in dir sind. Oder dass die Oberbürgermeisterkandidaten alle zuhören. Wäre vielleicht wichtig für die Diskussion am Donnerstag, was für Konzepte bestehen, um den Lärm in Mainz zu reduzieren, jetzt wo man vor allem so viel Geld hat. Was macht man mit dem vielen Geld? Gesunde Stadtstruktur, würde ich fragen. Weiß nicht, vielleicht komme ich auch selber nochmal vorbei und frage das. Was kann ich persönlich machen? Ich kann indoor bleiben gegen Feinstaub, nicht sehr aufregend. Ich kann polluted areas vermeiden. Es soll Medikamente geben, die ja positiv wirken. Die Datenlage ist extrem schwach. Face Mask, das kennen wir ja mittlerweile, sehr effektiv, um Feinstaub Schäden zu reduzieren, oder ich kann andere Filter benutzen. Was natürlich wichtig ist, kann ich Sport machen, wenn wir hohe Luftverschmutzung außen haben, und da gibt es mittlerweile Apps, die wir downloaden können, also die zeigen euch an. Grün heißt, du kannst rausgehen,
in Neu-Delhi zum Beispiel und kannst joggen gehen oder bei der Lüber zu Hause. Was da meistens wird ja da rot angezeigt und machst eher nicht, weil die Gefahr ist, wenn die Konzentration zu hoch ist, also über 25 Mikrogramm pro Kubikmeter und du machst regelmäßig Exercise, dass du früher verstirbst, ist in Studien aus Südkorea gerade vor kurzem gezeigt worden. Also wichtig immer App runterladen und schauen, darf ich joggen? Also in Deutschland ist, glaube ich, noch kein Problem. Wichtig nochmal, 9 Millionen sterben pro Jahr aufgrund von dem Risikofaktor Feinstaub. Jetzt gehen wir mal in die Leitlinien für Prävention rein der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie und dann sehen wir eine halbe Seite. Ja. Also wenn man jetzt bei Cholesterin reingeht, dann hast du 15 Seiten. Ja, Feinstaub, da sterben viel weniger am Cholesterin, aber das sind die Zukunftsrisikofaktoren, die wichtig sind. Also ich sage, in 10 Jahren spricht niemand mehr von Cholesterin, Diabetes, es sei denn, es wird ausgelöst durch Feinstaub. Feinstaub ist wichtig, der Lärm ist wichtig, die Städtestruktur ist wichtig. Das sind die Risikofaktoren der Zukunft. So, und jetzt kommen wir zu den herzgesunden Städten. Wie gesagt, Mainz in einer tollen Position. Und jetzt muss man mal überlegen, 2/3 der europäischen Bevölkerung leben in städtischen Gebieten und diese Zahl wächst weiter. Schätzung, 75% werden 2050 in Städten leben. Und dann haben wir ja unsere 10 Milliarden. Wir haben die 9 Milliarden ja gerade hinter uns gebracht. 60-80% des weltweiten Endenergieverbrauchs werden von städtischen Gebieten verbraucht, 70% der Treibhausgasemissionen werden in Städten erzeugt. Stadtplanung wird heute als Teil einer umfassenden Lösung zur Bekämpfung negativer gesundheitlicher Folgen anerkannt. Und Mainz, 1 Milliarde mehr Gewerbesteuereinnahmen. Ich meine, hätte man sich eigentlich auch als Bürgermeister bewerben müssen, wenn du so viel Holz hinten dran hast, um hier was Positives zu verändern. Ich meine, den kann man jetzt schon beglückwünschen, diese Position. Es muss der Richtige sein, das glaube ich ganz wichtig. Und das müsst ihr am Donnerstag irgendwie rausfinden. Wichtig ist nochmal, wenn ich mehr Asphalt und Beton mache, dann kriege ich Reduktion von Grünflächen. Und man hat den sogenannten Heat Island, also so einen Hitzeinsel-Effekt zeigen können. Und dieser Heat Island-Effekt heißt, dass ich innerhalb von der Stadt 3-5 Grad Temperaturunterschiede habe, in der Nacht sogar bis 10 Grad. Man weiß, dass wenn man in so einer Hitzeinsel wohnt, dass dies zu mehr Krankenhauseinweisungen und kardiovaskulären Komplikationen führt. Und man hat auch gesehen, dass wenn ich mehr Grünflächen erstelle, das kardiovaskuläre Risiko reduziert wird, man besser schläft und sogar das Mikrobiom von unserem Darm verbessert wird. Also im Endeffekt ist wichtig, dass die Parkflächen, die angelegt werden, Sinn machen, dass sie groß genug sind. Und ich glaube, jetzt Mainz ist das nicht unbedingt eine Stadt, die Heat Island gefährdet ist, aber dann schon eher Frankfurt, muss ich sagen, wenn ich sehe, wie viel Beton da auf einem Haufen ist. Gut, jetzt gibt es auch schöne Modelle, sogenannte 15-Minute-City in Paris, wo man praktisch Kreise definiert hat, wo man innerhalb von 15 Minuten alles erreichen kann zu Fuß, was man fürs Leben braucht. Das heißt, hier ist Autoverbot, hier kann ich laufen oder Fahrrad fahren und im Endeffekt mich körperlich mehr betätigen und damit meine Physical Fitness und meine Prognose kardiovaskulär verbessern und die Luftverschmutzung reduzieren oder zum Beispiel die Superblocks-Model Barcelona, wo man bestimmte Bereiche für den Autoverkehr gesperrt hat, darf man noch Fahrrad fahren oder spazieren gehen. Und man hat festgestellt, wenn ich 503 Superblocks einrichte, dass ungefähr 670 vorzeitige Todesfälle durch die neue Stadtstruktur erreicht werden können. Risikofaktor Lichtverschmutzung, das sind auch relativ neue Daten aus Hongkong, die gezeigt haben, dass je höher die Lichtverschmutzung ist, umso höher ist kardiovaskulärer Tod mit der Lichtverschmutzung assoziiert. Und ich möchte da jetzt nochmal an dem Beispiel von Osten in den USA die Koexposition klar machen. Also hier ist ein schönes Bild, dass man hier die Lichtverschmutzung sieht im Osten der USA. Man sieht gleichzeitig, dass da extreme Luftverschmutzung ist und dass der Lärm dramatisch höher ist. Also diese drei Risikofaktoren auf einem Haufen haben sicherlich additiv negative Effekte auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Nun, wir hatten ja bis vor kurzem noch einen Nobelpreisträger, der Herr Krutzen, der jetzt leider verstorben ist, vom Max-Planck-Institut für Chemie, wo der Herr Lelyfeld ja der Nachfolger ist. Und er hat ja damals erkannt, warum Fluorkohlenwasserstoffe das Ozonloch induziert haben und durch seine Forschung hat er einen Nobelpreis bekommen und man hat das Ozonloch drastisch reduzieren können und ich glaube, es soll sogar demnächst geschlossen werden. Also insofern, wir haben ja alle Mechanismen, warum Klima oder warum
im Endeffekt Lärm oder Feinstaub oder andere Stressorenschäden hervorrufen. Mechanistisch haben wir das dann schon ziemlich weit aufgeklärt und jetzt geht es halt darum, das Ganze umzusetzen oder sagen wir mal, Tools zu organisieren, um die Schäden zu reduzieren. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Spruch. Genetics loads the gun, but the environment pulls the trigger. Das zeige ich auf jedem Kongress immer, wo es nochmal darum geht, sind jetzt die Gene wichtig oder ist die Umwelt wichtig? Da sage ich, Leute, die Gene sind wichtig, aber die Umwelt ist dramatisch wichtiger, weil es im Endeffekt darüber entscheidet, ob wir krank werden oder versterben. Wichtigsten Maßnahmen, Umweltschäden abzumildern, also Reduktion von PM2,5 raus aus den fossilen Brennstoffen, Einhaltung von WHO-Limits, glaube ich, ganz wichtig, Begrenzung von Lärmschäden. Da haben wir das Problem, dass wir WHO-Empfehlungen haben, die viel niedriger sind als die Gesetze in Deutschland. Wir brauchen halt wie beim Feinstaub EU-Gesetze, die einfach die WHO-Definition übernehmen. Und das ist das, was wir bisher nicht geschafft haben. Dann kann nämlich die Umwelthilfe auf Einhaltung klagen und dann haben wir ganz andere Power. Die Anerkennung von Umweltstressoren als Herz-Kreislauf-Risikofaktoren. Und in Bezug auf Klimaänderungen gibt es sogenannte Abmilderungsmanöver, also praktisch Clean Energy. Ich finde es so schade, dass wir viel über Atomenergie reden, jetzt ob sie weiterlaufen soll oder nicht. Und dann hörst du auf der anderen Seite, dass es letztes Jahr 4 Genehmigungen für Windräder in Bayern gab. Also dann wundert man sich natürlich schon, was diskutieren wir hier eigentlich. Und diese Geschwindigkeiten der Implementierung von Windrädern hat sich ja bei uns nicht geändert. Jeder sagt, man muss es machen, aber die Gesetzgebung wird nicht besser. Die Abstandsregeln sind immer noch die gleichen und immer noch katastrophale Zustände. Und die Adaptation ist wichtig, also Flood Protection, ihr habt es gesehen, dort wo Extremhitze ist, muss man damit rechnen, dass es zu extremen Regenfällen kommt. Wie kann man sich darauf vorbereiten, um mögliche Katastrophen abzumildern? So, das war es jetzt von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und es ist, glaube ich, niemand eingeschlafen. Das ist schon gut. Ja, auch von unserer Seite vielen Dank für den Vortrag. Kann man gerade drin lassen als Diskussion. Wie bitte? Kann man gerade drin lassen als Diskussion. Ja. Genau, nee, wir müssten aber die nächste Seite machen, weil da der QR-Code ist, für bei dem man nämlich Fragen stellen kann, wenn man den einscannt. Ich habe gedacht, das war der QR-Code von der Stiftung Mainzer Herz. Für die Spende, hätte man auch machen können. Genau, dann können wir schon mal hier Platz nehmen. Sind wir online da? Jetzt brauchen wir nur noch die Online-Zahlen, das ist wichtig. Das können wir ja schauen. Genau, und ich würde auch schon mal mit der ersten Frage starten, nämlich es hat sich jemand gefragt, wie reagieren eigentlich taube Menschen auf Lärmbelästigung? Nimmt der Körper trotz Fehlen des Gehörs die Lärmbelästigung andersweitig wahr und zeigt Gesundheitsschädigung oder sind sie geschützt vor Lärm? Also ich mache jetzt schon 15 Jahre Lärmforschung, aber die Frage habe ich jetzt noch nicht bekommen. Also da muss ich jetzt schätzen, ich würde sagen, es macht ihnen nichts aus. Es gibt ja Lärmarten, das wissen wir ja, wie der Schienenlärm. Also wenn da ein Güterzug durch das Rheintal brettert, ist vielleicht nochmal wichtig zu wissen, dann entstehen da bis zu 100 Dezibel, mittlere Schallpegel mit 70 Dezibel. Und wichtig ist, hier geht es nicht nur darum, dass der Lärm eine Rolle spielt, sondern auch die Erschütterung der Häuser. Also die werden sie mitbekommen, denke ich. Aber ich glaube, wenn ich taub bin, dann bin ich vor Lärm geschützt. Also das ist immer wieder die Frage, Ohrstöpsel, ja oder nein, hilft das oder nicht? Da gibt es auch noch keine Studie darüber. Also es gibt Leute, die gern Ohrstöpsel anziehen, die dann entsprechend auch geschützt sind. Und es gibt andere, wie mich zum Beispiel, wenn ich Ohrstöpsel anziehe, dann bin ich eher genervt und versuche herauszufinden, ob ich nicht doch irgendwas höre von dem Flugzeug. Also insofern, mir hilft es relativ wenig. Okay, dann genau, gibt es noch eine Frage zum Thema Düngemittel. Also vorhin hatten Sie ja schon mal angesprochen gehabt mit der Landluft. Ja. Und da war nochmal gefragt, dass Sie vielleicht nochmal darauf eingehen, welchen Einfluss denn Düngemittel haben in Deutschland auf die Gesundheit und allgemein, ob Menschen, ob Menschen auch im Land gesünder leben als in einer
Stadt, genau, die vielleicht jetzt nicht gerade so das Extrembeispiel ist, wo es nur Beton gibt, sondern so, sagen wir mal, wie Mainz. Ja, das ist eine wichtige Frage. Also im Endeffekt, wenn man das hört mit der Überdüngung, ist das natürlich irgendwas, was den Boden sicherlich nicht gut tut. Wichtig ist halt auch, dass Nitrat dann ins Wasser abgespült wird und dann praktisch diese Überdüngung aus so eine eutrophisierende Wirkung hat und damit das Wachstum überproportional auch von allem Möglichen dort angeregt wird und eher toxische Nebenwirkungen hat. Das ist jetzt eine wichtige Frage und ich glaube, das ist jetzt ein Multi-Exposure-Problem. Also auf der einen Seite hast du mehr Nitrit, Nitrat und Feinstaub, der damit beladen ist. Auf der anderen Seite hast du weniger Lärm und hast andere Risikofaktoren, die deutlich weniger sind, wie zum Beispiel Hitzeinseln oder hast natürlich auch mehr Grünflächen. Also mir ist jetzt relativ unklar, inwieweit die Landbevölkerung jetzt eine bessere Lebenserwartung hat als die Stadtbevölkerung. Die Stadtbevölkerung hat eine bessere ärztliche Versorgung, das ist auch extrem wichtig. Da gibt es auch Studien, die gezeigt haben, dass die Umwelt zwar insgesamt schlechter ist, aber durch eine gute medizinische Infrastruktur das Überleben dann auch verbessert werden kann. Also insofern glaube ich, dass man in der Stadt insgesamt sagen wir mal, eine bessere Prognose hat, als wenn ich eine schwere Herz-Kreislauf-Erkrankung habe, als wenn ich auf dem Land lebe, wo es ja auch keine Ärzte gibt oder fast keine. Mhm. Das ist ein wichtiger Aspekt. Ja. Jetzt, wenn wir schon auf dem Land sind, bleiben wir dort. Genau, Sie hatten ja vorhin das Thema Windräder angesprochen und da ist ja dann auch immer die Argumentation, dass die Windräder ja, wir brauchen ja diese großen Abstände wegen der Lärmbelästigung, das würde ja jetzt genau gut ins Thema passen. Und genau, gibt es da nennenswerte Lärmbelästigung durch Windräder? Oder anders gefragt, was wäre eine gute Abstandsregel für Bayern? Es kommen noch mehrere Fragen zur Landbevölkerung. Also im Endeffekt ist so, dieses Infraschallthema ist meiner Meinung nach alles Kokolores. Ja. Und da gibt es auch einen Physiker aus Bayreuth, der sich dazu dezidiert geäußert hat. Ich weiß nicht, ob es jetzt Monitor oder welche Sendung das war. Und er hat ein einfaches Experiment gemacht. Er hat den Infraschall gemessen, wo er die Türe von seinem Labor zugemacht hat. Mhm. Und hat den Infraschall gemessen von einem Windrad, erzeugt durch 1 Kilometer Abstand. Und hat festgestellt, ich weiß es nicht mehr genau, wie die Zahl war, dass durch das Schließen der Tür 3000 Mal mehr Infraschall entsteht als durch das Windrad. Ja. Also auch, ich habe vor kurzem auch einen Bericht, einen kritischen darüber gesehen, also diese Vögel, die immer vor den Windrädern lagen, plötzlich, nachdem das Windrad einen Tag gelaufen ist, dass das alles extrem konstruiert war. Also Infraschall ist kein Problem. Ja. Und deswegen wundert es mich, dass man heute in der Lage ist, wir wissen, dass wir die Windräder brauchen, dass mit solchen Argumenten, wo physikalisch einfach gezeigt worden ist, dass es kein Problem ist, der Ausbau weiter verzögert wird. Unglaublich eigentlich. Wie mit den Panzern halt auch. Ja, dann hoffen wir mal, dass vielleicht ein paar Politikerinnen aus Bayern zuhören. Ja, also ich meine, die kriegen es ja dauernd erzählt und sie ändern sich ja nicht. Also es wundert mich eigentlich, dass angesichts der Klimakrise und ich meine, wir haben jetzt das Problem, dass durch die Kriegssituation jetzt mehr Kohle auch verbrannt wird. Im Endeffekt müssen wir ja irgendwie reagieren und wir diskutieren nur Kernkraftwerke, wobei ich jetzt auch dafür bin, dass sie weiterlaufen lassen, mangels Alternativen. Aber jetzt mal richtig Gas zu geben bei Windrädern oder so, da hört man gar nichts. Gell? Also das ist sehr enttäuschend. Ja. Ja. Das stimmt. Genau. Ist aber lang gebraucht. Ja. Genau. Jetzt würden wir uns wieder auf Richtung Stadt machen. Nämlich jetzt geht es nämlich auf die Autobahn. Und da ist die Frage: Welchen Einfluss haben Tempolimits also auch in der Stadt auf Lärm, Feinstaub und Abgase? Ja, also die Lärm, das ist ja gezeigt worden, also die effektivste Maßnahme, um Lärm zu reduzieren, ist ein Tempolimit. Ja. Also 30 in der ganzen Stadt, das ist das, was kommen muss. Also es darf niemand mehr Spaß machen, durch eine Stadt zu fahren. Also wenn er in die Stadt reinfährt, 30, und wenn er rausfährt, dann kann er wieder, weiß ich, 70 oder 80 fahren. Aber Tempolimits müssen generell eingeführt werden in der Stadt. Und ich hoffe, dass das die OB-Kandidaten, die kommen, auch sich dahingehend äußern, dass Tempolimit kommt. Das ist bei den Zügen genauso, wo die Bundesbahn sagt,
Die Güterzüge müssen mit 80 durch nachts, das sind ja bis zu 80 Güterzüge, muss man dazu sagen, die durch Rüdesheim brettern, ja, jede Nacht, unabhängig von der Windrichtung, das ist immer ein wichtiger Punkt, also die kommen immer, und durch Öffnung vom Gotthardtunnel sind es dann nochmal 10, 15 mehr geworden in der Nacht, und die werden ja nicht leiser, ja. Die werden sogar immer länger, und das Problem ist immer lauter. Also insofern, da gibt es dramatische Möglichkeiten zu helfen. Das Effektivste, was sofort hilft, wäre eine Reduktion von 80 auf 40, das ist das, was die Bürgerinitiativen da auffordern, und das ist das, was wir unbedingt sofort brauchen. Und natürlich, wenn ich langsamer fahre, puste ich auch weniger hinten raus, das heißt, die Luftverschmutzung wird auch deutlich geringer werden. Ja, dann hoffen wir mal, dass die OB-Kandidierenden oder der nächste Mainzer OB da was dran ändert. Und also kann ich Ihnen ein paar Fragen schicken für Donnerstag. Sehr gerne. Wir haben auch dort wieder diese Abstimmungs-App, wo man dann gerne Fragen reinschreiben kann. Na ja, gut. Ja. Kann ich Ihnen Munition schicken. Ja. Und genau, jetzt kommt die Frage, wie erhöht man die Lärmresilienz? Und vielleicht noch als weitere Unterfrage, können Noise-Canceling-Kopfhörer helfen? Ja, die helfen auf jeden Fall. Das ist wie Ohrstöpsel auch im Endeffekt. Die Frage ist, ob man nachts diese Dinge auf dem Kopf haben möchte, im Endeffekt. Also ich glaube, bevor ich jetzt hingehe, jedem so einen Kopfhörer empfehlen, würde ich mal empfehlen, weniger Lärm zu machen. Das ist das Erste, was mir die Bürgerinitiativen dann auch immer erklären, was mit das Wichtigste ist. Mhm. Aber keine Frage, also Kopfhörer werden den Lärm reduzieren. Was war die andere Frage noch? Genau, an sich, wie erhöht man Lärmresilienz? Also gut, Resilienztraining kann ich jetzt nicht sagen, wie das hier aufgebaut ist, aber ich denke, wie gesagt, wir haben das Deutsche Resilienzzentrum hier und das kann man sich ja in der Sprechstunde anmelden und dann sich trainieren lassen im Endeffekt. Also ich habe das aufgrund von eigenen Erfahrungswerten dann geschafft, mich da ein bisschen zu entspannen, ohne jetzt Resilienztraining gehabt zu haben. Okay. Jetzt jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Da hat einer vielleicht ein Problem zu Hause, nämlich die Frage ist, kann ich meinen Partner zu Tode schnarchen? Beziehungsweise welche Auswirkungen hat das Schnarchen auf Personen, die quasi in meiner Nähe liegen? Da muss man halt wissen, dass Schnarchen bis zu 80 Dezibel erzeugt. Also insofern würde ich das schon sagen, dass das, also wenn ich dann jedes Mal, es gibt sicher auch Partner, die dann trotz des Schnarchens dann irgendwann dann weiterschlafen, weil sie sich dran gewöhnt haben oder resilient geworden sind. Aber wenn man sich natürlich jedes Mal aufwacht und dadurch den Schlaf verkürzt und Stress ausgelöst wird, ist das sicher schädlich. Da muss er halt der Partner umziehen, oder? Oder so ein Schnarchgerät anziehen, das gibt es doch auch. Das Gerät kriegt man ja nur, wenn man Schlafpausen hat. Okay. Also die schnarchen meistens, ja, und haben dann noch lange Pausen dazwischen, dann brauchen sie eine Maske und dann geht der Blutdruck auch runter und das Schnarchen geht weg. Ja. Okay, jetzt haben wir jetzt über Schnarchen als eher unangenehmes Geräusch gesprochen, aber es gibt ja auch angenehme Geräusche, wie jetzt zum Beispiel Musik. Und da ist die Frage, ob diese angenehmen Geräusche sich auch schädlich auf den Körper auswirken. Nee, das ist auch gezeigt worden, dass wenn ich jetzt 80 Dezibel Presslufthammer habe, jetzt im Vergleich zu 80 Dezibel Musik, dass als angenehm empfundene Geräusche auch keine Gefäßschädigungen auslösen. Also gibt es Akutstudien dazu. Also wenn das Geräusch mir gut tut, dann macht es auch keinen Schaden, egal wie laut es ist. Also es sollte natürlich nicht so laut sein, dass es den Hörnerv schädigt, aber es wird natürlich drastisch besser verarbeitet. Löst keinen Stress aus und dann ist gut. Also zum Beispiel, es gibt ja viele Studien auch zu dem Thema White Noise. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn man praktisch im Fernsehen keinen Kanal findet, dann hat man ja so ein Hintergrundrauschen im Fernsehen. Und da hat man jetzt gefunden, dass dieses White Noise aufgrund von der Frequenz, was dieses Geräusch hat, eher beruhigend wirkt. Also das wird zum Beispiel auch auf Intensivstationen eingesetzt, damit Patienten, die im Stress sind durch den Lärm auf der Intensivstation, dann besser schlafen können. Oder? Also hat eher eine beruhigende Wirkung, obwohl es natürlich auch die gleiche Lautstärke hat wie zum Beispiel auch Fluglärm oder so. Aber es hat gegensätzliche Wirkung, positiv.
Okay, dann kam nochmal eine Reaktion auf eine ihrer vorherigen Antworten rein. Nämlich, es wurde nochmal gebeten, ob sie nicht vielleicht doch am Donnerstag dabei sein könnten, wenn die OB-Kandidierenden kommen, um ihnen das klar zu machen. Ja, machen wir. Okay, ich komme. Komm dazu. Sehr gern. Also, brauche ich dazu. Super. Ja, sehr schön. Okay, dann hatten Sie vorhin noch diese Lärm- und Luftqualitätskarten angesprochen gehabt. Ja. Und da ist die Frage, ob es sowas auch für Mainz gibt oder wo man das findet für Mainz. Also es ist so, dass wir ja die Gutenberg-Gesundheitsstudie machen und da haben wir jetzt auch die Feinstaubkartierung für Mainz bekommen. Ja. Also im Prinzip könnte man jetzt schon sagen, wo in Mainz jetzt mehr oder weniger Feinstaub anzufinden ist. Und ist es auch für jetzt Leute, für alle BürgerInnen irgendwo zu finden oder ist das? Also ich denke, was wir jetzt machen ist, wir müssen ja schauen im Rahmen der Gutenberg-Gesundheitsstudie, inwieweit diese Werte jetzt mit bestimmten Krankheiten assoziiert sind. Also dann als erstes mal die Werte bekommen, wie hoch sie sind. Sie sind sicher unter den 25 Dezibel sage ich schon, 25 Mikrogramm pro Kubikmeter, die ja als Grenze empfohlen sind. Ich weiß nicht, 15 bis 20, in dem Bereich werden wir eher liegen. Also insofern wird es spannend werden, inwieweit da schon was nachzuweisen ist, inwieweit da eine schädliche Wirkung vorliegt. Ja. Aber das sind sicher Publikationen, die in den nächsten 2-3 Jahren kommen werden, spätestens. Okay. Ja. Hm. Also muss man sich noch ein bisschen gedulden. Ja, genau. Ja. Okay, dann kommt eine Frage, nämlich nach Allergien. Nämlich, die werden ja auch durch Umweltveränderungen gefördert. Und welchen Einfluss haben diese auf den Körper? Und können diese zu Folgeerkrankungen führen? Und dann ist nochmal nach der Prävention gefragt. Also, ich bin jetzt kein Allergiespezialist, aber es ist allgemein so, dass die eine der Nebenwirkungen ist, auch von der Klimaänderung, dass Allergene im Prinzip schädlicher werden, dass man mehr Allergien entwickeln kann. Jetzt, welche das spezifisch sind, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich denke, die jetzt schon Allergien haben, werden sicherlich durch die Hitzeentwicklung mehr gefährdet werden in Zukunft. Aber das ist ein bescheidener Kommentar von meiner Seite. Also zu Allergien kann ich nicht viel sagen. Da müssen wir den Dermatologen fragen. Gut, dann geht es jetzt in Richtung Städteplanung. Und da ist nochmal speziell nach Ihrer Meinung zur Planung vom Zollhafen gefragt, ob Sie das als eine Fehlplanung ansehen? Das ist mehr schon eine Frage für Donnerstag. Ich habe jetzt nur gehört, es soll es mehr Spinnen geben. Ich kann das nicht sagen. Also, durch die Spinnen erschrecken dann die Leute mehr. Also ich meine, die werden sicher was gedacht haben, hoffentlich die den Bereich geplant haben, inwieweit es jetzt zu dicht bebaut ist oder inwieweit das... Ich bin dort auch relativ wenig spazieren gegangen. Ich kann jetzt auch relativ wenig sagen, ob da jetzt viel Grünflächen sind oder ich weiß, dass Wasser dort ist. Aber ich glaube, das ist mehr so betonorientiert, die Bauweise. Also insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass es da gute Hitzeentwicklung gibt. Mhm. Vor allem, also man hätte jetzt die Phase, wo wir die extreme Hitzeperiode haben, mal Temperaturen wissen müssen, Zollhafen im Vergleich zu Parkgelände. Volkspark in Mainz oder so. Das wäre natürlich schon interessant gewesen. Ja. Dann müssen Sie für Donnerstag vielleicht nochmal einen Spaziergang dahin machen. Ja, oder dieses Jahr, wenn wir das Gleiche wiederbekommen, was ja zu erwarten ist, dann mal messen. Ja. Okay, und an sich in Mainz, wo sehen Sie da größten Verbesserungsbedarf? Richtung weniger Abgase, weniger Feinstaub und Lärm. Ja gut, was die Städte jetzt generell machen, ist mehr Fußgängerzonen machen. Das ist, glaube ich, autofreie Stadt wäre eine tolle Sache. Das ist ja jetzt für 2030 für Hamburg geplant, steht immer im Internet. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt valide ist, aber wenn Hamburg plant, 2030 autofrei zu werden, was ich mir im Prinzip nicht vorstellen kann, dann kann das Mainz natürlich auch. Also ich denke, solche Ziele muss man sich setzen, mehr öffentlichen Verkehrsdienst nehmen, gucken, dass die Busse elektrisch fahren. Obwohl es ja nicht viel ausmacht am Lärm, aber ich denke, vielleicht in Bezug auf Auspuffgase positiv wirkt. Und dann die Geschwindigkeit runter. Ich sage, es darf keinen Spaß mehr machen, durch Mainz mit dem Auto zu fahren. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Das macht natürlich nur dann Sinn, wenn eine gute Infrastruktur ist, um die Leute, die in die Stadt wollen, auch gut zu befördern. Also das ist, glaube ich, man kann nicht das eine abschaffen, ohne einen guten Plan B anzubieten. Ich glaube, das ist die Herausforderung für den neuen Kandidaten, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Gut, als nächste Frage habe ich, inwiefern wirken sich die ganzen Risikofaktoren anders auf neurodiverse Menschen aus? Führt die höhere Reizoffenheit bei zum Beispiel ASD, da wird jetzt geschrieben, ASD ist Autismus-Spektrum-Störung, zu stärkeren gesundheitlichen Auswirkungen? Gut, wenn Lärm dann als mehr Stress von diesen Patienten entwickelt wird, kann man sich schon vorstellen, dass er ist. Aber man muss dazu sagen, dass es zum Thema Lärm relativ Lärmwirkungsforschung gibt es ja riesige Lücken. Schon bei normalen Patienten und Herz-Kreislauf-Patienten und sagen wir, Krankheiten mit großen Patientengruppen wurden ja gar nicht untersucht. Also das ist jetzt so eine spezielle Gruppe, wo man sich vorstellen kann, dass bei denen verstärkt ist, aber wo es natürlich keine Daten gibt. Okay. Dann ist die Frage, inwiefern unterscheidet sich das Risiko durch Wüstenstaub heutzutage im Gegensatz zu zum Beispiel der vorindustriellen Zeit? Ich glaube, durch diese Extremwetterlagen, die wir haben und die höheren Temperaturen, einfach die Frequenz der Wüstenstürme und Masse an Feinstaub, was rübergeblasen wird jetzt von der Sahara, ist einfach dramatisch mehr. Gell? Und das sieht man ja im Endeffekt, wo ich es gezeigt habe, an diesem Blutschnee, dass er überall liegen bleibt und mit fatalen Konsequenzen für die Natur. Nicht nur für die Natur, sondern auch für den Menschen, wie wir jetzt gehört haben. Also insofern denke ich, durch weitere Ankurbelung von Hitze und Feinstaubentwicklung wird sich das in Zukunft noch dramatisch verstärken, wenn nicht irgendwas dagegen unternommen wird. Und wir haben ja gesehen, dass im Moment die Klimaverbesserung eher jetzt vom Konzept hinten runterfällt. Das war gestern Abend bei Anne Will war es ja auch so, dass da relativ wenig überzeugende Konzepte verbreitet wurden, auch von der grünen Vorsitzenden im Endeffekt, was gemacht werden soll, um das Klima zu verbessern. Ich glaube, jetzt insgesamt ist es eh schon zu spät, meiner Meinung nach. Also das, was jetzt initiiert worden ist oder so wie das Ganze sich entwickelt, werden wir das auch nicht aufhalten können. Also jetzt wird immer über 1,5 Grad geredet. Also wir gehen jetzt auf 2,7 Grad raus und das ist das, wo wir eher davon ausgehen sollten mit Wasserspiegelanstiegen von mehreren Metern. Also das ist das, was im Endeffekt kommen wird und wo wir meiner Meinung nach auch nicht mehr aufhalten können. Ja, das ist da gebe ich Ihnen auf jeden Fall recht, aber da muss man auch immer noch mal betonen, dass es auch auf jeden Zehntel Grad ankommt. Auf jeden Fall. Das ist das, was, glaube ich, wichtig ist, aber ich meine, wir haben es ja vorhin diskutiert, wenn die nicht verstanden haben, dass man jetzt Windräder braucht und nichts dafür machen, alles, was in ihrer Macht steht, um das umzusetzen, alternative Energien, dann muss ich sagen, womit wollen wir denn das alles in den Griff kriegen? Gell? Also vor allem, wenn jetzt auf Kohle gesetzt werden muss, aus politischen Gründen, dann muss man eigentlich die andere Seite ankurbeln, mit der man umweltfreundlich Energie erzeugen kann. Und das macht man einfach nicht. Also insofern ist es relativ einfach auszurechnen, wo wir im Endeffekt landen werden. Gell? Was würden Sie sich jetzt von der Politik mehr wünschen? Ja, dass die Forderungen, die eigentlich gibt, die es überall nachzulesen gibt, um ein besseres Klima zu bekommen, dass die umgesetzt werden, also dass die alternativen Energien dramatisch hochgefahren werden. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel Deutschland jetzt an alternativer Energie erzeugt, vom Gesamtenergieerzeugung. Ich glaube, es sind 50%, bin mir aber nicht so ganz sicher, ob das stimmt. Und das muss noch dramatisch höher gehen. Ja, also im Endeffekt, wenn man dann aus der Kohle hoffentlich irgendwann aussteigen kann, dann muss das extrem schnell gehen. Ich denke, das ist ein Punkt, den alle auch verstanden haben und was auch im Endeffekt kommen wird. Und ja, für Mainz sehe ich zumindest jetzt eine hervorragende Perspektive durch die finanzielle Unterfütterung. Und insofern ist für uns unser Gebiet auf jeden Fall, denke eine gute Zukunft, wenn wir es schaffen, den Frankfurter Flughafen in den Griff zu kriegen. Also das ist irgendwas, wo man, glaube ich, noch mal dramatisch viel machen kann, um Anwohner vor Folgen von Lärm und Feinstaub zu schützen. Es gibt viele
den kontinuierlichen Sinkflug, also im Leerlauf anfliegen oder höher fliegen, steiler landen oder GPS-gesteuert über bevölkerungsarme Gebiete fliegen. Das sind alles Dinge, die auf der Hand liegen, die immer wieder gefordert werden, aktive Schallschutzmaßnahmen, und die einfach nicht eingesetzt werden. Also die Umsetzung der WHO-Richtlinien in Bezug auf Lärm als EU-Richtlinie, als EU-Gesetz, dann können wir nämlich unsere Limits einklagen von der Landesregierung. Und das ist das, was, glaube ich, in Zukunft wichtig ist, dass das, was die WHO sagt, ich meine, das sind keine Idioten, ja, die wissen, was sie da schreiben. Und wenn die halt sagen, nachts müssen die Dezibelwerte drastisch runter und hier hat man 10, 15 Dezibel mehr, dann muss man das Recht auf Gesundheit einfach einklagen können. Das ist das, was, glaube ich, für die Zukunft wichtig ist. Ja, auf jeden Fall. Jetzt wird man nochmal wieder ein bisschen mehr aufs Inhalt, also auf die Fragen kommen zum Feinstaub. Und da geht es um Autoreifen. Die verursachen ja sehr viel Mikroplastik in Deutschland. Aber trägt der Reifenabrieb auch zum Feinstaub bei? Ja, leider. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Da gibt es auch große EU-Förderrichtlinien, die diese untersuchen, was dieser Reifenabrieb für Feinstaub produziert, die im Moment gerade laufen. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Okay. Und vom Auto auf ein anderes Verkehrsmittel übergesprungen, nämlich auf den Schiffsverkehr. Welche Auswirkungen hat der Schiffsverkehr auf dem Rhein für die Mainzer BürgerInnen? Kann ich jetzt relativ wenig dazu sagen. Also man kann vielleicht mal sich dazu äußern auf die großen Schiffe, die da über die Meere fahren, wo zum Teil mit Schweröl gefahren wurde. Also was hier rausgepustet wurde, war, glaube ich, unglaublich. Ich glaube, das war den wenigsten auch bewusst, wenn sie auf diesen Schiffen waren, was ja an Luftverschmutzung praktisch stattgefunden hat. Und ich glaube, es war immer entscheidend, wenn du auf so einem Passagierschiff bist mit 4.000, 5.000 Leuten, dass du in der richtigen Stelle vor oder hinter dem Kamin stehst. Ja, also im Endeffekt die Luftverschmutzung oder die Konzentration an Feinstaub auf diesen Schiffen war zum Teil extrem hoch. Und das, was daraus gepustet wurde an Feinstaub. Also es hat mal geheißen, dass 20 Schiffe von diesen großen genauso viel Luftverschmutzung machen wie alle Autos der Welt zusammen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Also zumindest hat es mal sinnbildlich dargestellt, wie extrem die Luftverschmutzung durch diese großen Passagierschiffe im Endeffekt ist. Jetzt, wie es in Mainz ist, kann ich jetzt nicht beurteilen, wie viel da rausgepustet wird. Aber wir haben ja viele Knotenpunkte in Mainz. Jetzt nehmen wir mal den Biergarten in der Favorite. Ja, da haben sie erstmal die Flugzeuge, die drüber fliegen. Dann haben sie den Zugverkehr, der von Frankfurt kommt, der Zugverkehr, der von Mannheim kommt. Dann hast du die Bundesstraße unten dran und du hast noch die Schiffe und was ich noch. Also insofern muss ich sagen, gibt es schöne Knotenpunkte in Mainz, wo man Angst haben muss, dass die Lebensqualität oder die Gesundheit in den Bereichen weiter gewährleistet ist. Okay, dann was auch noch so ein Projekt ist, was im Moment sehr in Mainz im Gespräch ist, ist ja der Biotechnologie-Campus. Und da kommt es immer wieder, der Begriff Frischluftschneisen ist ja damit verbunden. Und da kommt die Frage, welche Rolle spielen Frischluftschneisen und wie stehen Sie dazu, wie heißt das? Frischluftschneisen. Also, sag mir jetzt nichts. Ja. Das bedeutet quasi solche Schneisen, die Stadt quasi immer wieder mit frischer Luft versorgen. Achso, Frischluftschneisen, ja. Ich hab's verstanden. Ja. Und wie stehen Sie dazu? Kann ich nichts dazu sagen, kann ich nichts dazu sagen, weiß ich nichts. Ja. Also wichtig ist, dass der Biotechnologiepark kommt. Also, und die Uniklinik hat eine große Chance verpasst, damit rauszuziehen. Ja. Mhm. Also wir mühen uns ab, da in unserem Gelände neue Gebäude zu schaffen. Und es gibt ein Riesengebäude und man kann eigentlich sicher sein, dass in jedes Loch, wo gegraben wird, irgendwelche römischen Ruinen rauskommen, wo die Bauvollendung jede Ruine verzögert ist um ein halbes Jahr. Also ich meine, das wird niemand mehr erleben, dass mir ein großes Universitätsmedizin-Neubau prognostiziert für 2036, kann man jetzt schon sagen, wird mindestens 2040. Also es wäre ideal gewesen, Biotechnologiepark, Universitätsmedizinsgebäude, Riesenklinik direkt nebendran. Ich meine, dann hast du eine tolle Translation, du hast weltweit herausragende Forschung,
auf der Universitätsmedizin bei BioNTech und du hast beides geografisch nebeneinander liegen. Also das wäre die Zukunftslösung für Mainz gewesen, aber das haben wir jetzt verpasst. Okay. Kriegt wahrscheinlich jetzt Ärger dafür, aber ist okay. Genau, jetzt kommt noch die Frage, was ja im Moment auch noch ein weiteres Thema ist, ist ja der Autobahnausbau am Mainzer Sand. Und was können wir noch tun, um den Ausbau der Autobahn im Mainzer Sand noch zu verhindern? Haben Sie da Tipps? Ich weiß nicht, in welchem Stadium das Genehmigungsverfahren das ist. Ich weiß nur damals, als es um das Kohlekraftwerk ging, was, glaube ich, in Wiesbaden gebaut werden sollte, dass ich damals, wo ich mich noch gar nicht mit Feinstaub beschäftigt habe, als Kohleexperte, da Feinstaubexperte eingeladen wurde und dass wir das damals verhindern konnten, den Ausbau von dem Kohlekraftwerk, also den Neubau. Insofern, ich kann das nicht sagen, wie der Stand ist. Ich kann auch nicht sagen, wie sinnvoll jetzt dieser Ausbau ist. Da bin ich nicht damit beschäftigt und möchte nichts Falsches sagen. Okay. Dann würden wir jetzt auch schon zur letzten Frage kommen. Nämlich, was begeistert Sie am meisten an Ihrem Fach? An meinem Fach? Also, in der Medizin, ja. Da haben wir uns gerade vor kurzem auch drüber unterhalten, dass, also, Sie haben es ja gesehen von Zahlen her, es gibt ja nichts Wichtigeres als die Kardiologie. Ich meine, das muss man ja niemandem auch mal sagen. Das war bisher immer so. Die meisten sterben an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und das Ganze wird durch diese Umweltstressorenentwicklung noch mal dramatisch verstärkt. Und was ich toll finde, ist, dass man als Kardiologe, wenn man invasiv tätig ist, der Patient kommt rein mit einem akuten Herzinfarkt, ist halbtot, wird auf den Kathetertisch gelegt, bekommt einen Herzkatheter, das verschlossene Gefäß wird aufgemacht, er kriegt einen Stent, geht auf Station und geht 2 Tage später wieder nach Hause. Früher waren das Patienten, die wochenlang im Krankenhaus lagen und wo man nicht wusste, wenn sie in die Klinik kamen, wie man sie behandeln soll oder beziehungsweise hat sie noch mit Sauerstoff behandelt. Also dass man innerhalb von wenigen Minuten ein Leben retten kann und eine komplette Herz-Kreislauf-Diagnostik machen kann, das kann man nur im Bereich der Kardiologie machen. Also das Feedback ist extrem schnell und es ist herausragend gut. Das ist das Schöne an der Kardiologie. Super. Ja, dann vielen Dank erstmal für Ihre Arbeit und auch für diesen Vortrag hier. Ja. Und ja, dann nochmal einen großen Applaus. Danke. Und wir kommen jetzt noch ganz kurz zu ein paar Ankündigungen. Nämlich, es geht natürlich nächste Woche weiter mit der kulturanthropologischen Perspektive mit Dr. Teresa Parabo. Sie wird auch noch ein Ausstellungsstück mitbringen. Das werdet ihr dann im Foyer sehen. Und dann am 30.01. mit der psychologischen Perspektive auf die Bildung, nämlich mit Professor Dr. Margarete Imhof. Und ich hatte letzte Woche schon mal von einer anderen Veranstaltung gesprochen, nämlich die von der Kampagne Hochdruck organisiert wird. Und eine Person, die Hochdruck mitinitiiert hat, ist hier und die habt ihr auch schon mal kennengelernt, Mi. Und du kannst gerade noch mal kurz Werbung machen. Danke. Ja, ihr habt euch bestimmt in dieser Vorlesung auch schon oft gefragt, was kann ich jetzt eigentlich dagegen tun? Oder die Frage kam immer wieder. Und hier morgen ist ein ganz konkreter Anlass. Das Uni-Präsidium hat sich bereit erklärt, mit uns darüber zu sprechen, was wir an der Uni Mainz verändern können. Und da wäre es richtig cool, wenn möglichst viele Menschen einfach dabei sind, um Druck zu machen, um sich zu beteiligen, um mitzusprechen und zu sagen, hey, wir können nicht einfach so weitermachen. Und ich meine, das Präsidium ist schon da. Nur noch ihr müsst kommen und Fragen stellen. Und wir stehen auch nochmal vorne, falls ihr Fragen habt, wie das Ganze abläuft. Das ist um 17 Uhr in der alten Mensa. Kommt einfach vorbei. Und dann, Timo hat eben auch schon ganz viel Werbung dafür gemacht, die OB-Kandidatinnen Podiumsdiskussion, die hier stattfinden wird am 19. um 20 Uhr. Und da könnt ihr einfach auch Fragen stellen und sagen, okay, wie stellt ihr euch ein klimaneutrales Mainz vor? Wir müssen jetzt was ändern. Wir haben das Geld, wir haben die Möglichkeiten. Und ja, fragt einfach die Personen, die da sind und wählt dann die Person, von der ihr denkt, dass sie sich am besten darum kümmern kann. Also kommt auf jeden Fall bei beiden Veranstaltungen vorbei. Die eine ist für die Zukunft von der Uni Mainz und die andere ist für die Zukunft von Mainz. Und genau, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke, Timo, für die Moderation und nochmal danke an dich, Thomas, dass du hier referiert hast. Vielen Dank, habt einen schönen Abend. Und auch von mir, von meiner Seite, vielen Dank für die Vorstellung und ich wünsche euch auch einen schönen Abend und wir sehen uns
Genau, vielleicht am Dienstag oder am Donnerstag oder am nächsten Montag. Also es gibt viele coole Termine. Bis dann.